Seid ihr herzlich willkommen. Ein Blitzbotschaft für 3. Oktober. Heute können wir die Frage stellen, wohin geht die Reise? Wir brauchen eine Richtung. Diese Reise kann Urlaub sein, Auslandskontakten oder ein Besuch von Ausland. Eventuell Internetkontakten. All das steht mit der ganzen Welt in Verbindung. Aber diese Reise kann auch eine Seelenreise auch sein. Überlegen, mit wem bist du seelisch verbunden? Das kann jemand von Familie sein. Oder hast du einen Seelenpartner, spürst seine Energie, oder umgekehrt, er spürt dich und seid ihr telepathisch miteinander verbunden. Und kann auch sein, du denkst gerade an ihn und in diesem Moment meldet er sich. Diese Reise kann auch eine geistige Reise auch sein. Überlegen, welche Ideen könntest du verwirklichen. Oder was ist deine wahre Berufung? Und diese Berufung ruft dich und möchtest du das verwirklichen? Du hast gerade auch tolle Ideen und die Überlegung, wie geht es weiter? Wie kannst du deine Ideen in Tat umsetzen? Aber heute haben wir eine Kapha-Dosha. Und diese Doshas wollte ich schon erwähnen, das sind Energien und Kapha bedeutet etwas festhalten. Und weil wir gerade bei dieser Energie heute neigen wir dazu, etwas festzuhalten und das löst auch eine gewisse Unbeweglichkeit. Wir brauchen aber heute die Gegenpol, und das wäre heute die Bewegung. Das hilft auch dabei, dass wir innerlich in Energiefeld um uns herum auch die Gleichgewicht finden. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.